Herzlich, vor allem natürlich den Herrn Aiwanger, der den Weg jetzt dann doch nach einigem Hin und Her aus Bayern, Franken. Ja, ich sehe hier sehr große Chancen mittlerweile. Wir haben ja 69 von 70 Stimmkreisen besetzt. Also großer Dank und Gratulation an das Führungsduo Klaus Wirtwein und Bernd Barutta, die es geschafft haben, hier so eine starke Truppe aufzustellen. Zum Vergleich, wir hatten ja bei der letzten Landtagswahl nur 5 Direktkandidaten besetzt von 70, und da ist dann natürlich schon klar, dass die Chancen nicht da sind. Das baden-württembergische Wahlsystem, glaube ich, kommt uns sehr weit entgegen, weil hier ja nur die Stimmen der Direktkandidaten gezählt werden im Vergleich zu anderen Bundesländern, die Listenstimmen haben. Also insofern heißt es jetzt, zugkräftige Kandidaten ins Rennen zu schicken. Das ist passiert, und ein Drittel der Kandidaten ist auch kommunal verwurzelt und vor Ort bestens bekannt. Weitere sind auch gut bekannt, also sehr viele gute Leute, wovon mit Sicherheit eine ganze Reihe zweistellige Ergebnisse einfahren werden, und das zusammengezählt sollte auf alle Fälle über 5% ergeben. Die Themen passen auch, die Freien Wähler sind gut aufgestellt, in der Mittelstandspolitik drin, in der Bildungspolitik drin mit G9 und all den Dingen, kommen zwar nachher noch im Detail drauf, aber thematisch gut aufgestellt, personell gut aufgestellt, die Organisation klappt, das Ergebnis zeigt es. Es müssen sogar Unterstützerunterschriften gesammelt werden in schwierigen Zeiten. Auch das wurde gemeistert. Hut ab und jetzt rein in den Landtag. Freie Wähler Baden-Württemberg. Besser fürs Land.